So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen und bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für die Einladung. Nach dem Mittagessen, da ruht man meistens ein bisschen, da wird es manchmal ein bisschen schwierig aufzupassen und dann haben Sie jetzt noch jemanden eingeladen, der aus dem Laborbereich kommt, einen Mikrobiologen. Ich hoffe, dass am Ende meines Vortrags hier alle fasziniert sind von der Gemeinschaft der Mikroben und keiner hier in die, Herr Nüstlein würde jetzt sagen, um Sie zu verwirren, postprandiale Müdigkeit, die Müdigkeit nach dem Mittagessen reingefallen ist. Gut, also es geht um das Mikrobiom der Lunge, Neues aus der Welt der Bakterien und mein Name ist Alexander Dalbke. Jetzt muss ich mal gucken, das geht hier weiter. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen zunächst erstmal was zur Diagnostik von Atemwegsinfektionen. Sie alle werden wissen, dass Atemwegsinfektionen wichtig sind und die Frage ist, wie macht eigentlich der Mikrobiologe einen Befund? Sowohl die Behandler als aber auch die Patienten kriegen irgendwann manchmal Befunde in die Hand. Und die Frage ist, wie wird der eigentlich generiert? Und man hat ja häufig so eine Meinung, dass was schriftlich festgehalten ist, das hätte 100% Bestand und wäre wie in Stein gemeißelt. Ich will Ihnen ein bisschen auch über die Probleme berichten, warum es insbesondere bei der Mukoviszidose schwierig ist, korrekte Diagnosen zu stellen. Ich möchte dann sprechen ausführlich über Next Generation Sequencing, nächstes Generationen-Sequenzieren, was das überhaupt ist und was das vielleicht für die Diagnostik von Infektionen zukünftig für eine Bedeutung haben wird. Und das möchte ich dann sozusagen an Beispielen durchspielen. Ich möchte ein bisschen was erzählen über die Frage, wie Bakterien überhaupt in die Lunge reinkommen können, wie viele verschiedene Bakterien man in der Lunge findet und was das für Bedeutung hat, zum Beispiel für Pseudomonas-Infektionen. Ob es vielleicht sogar besser ist, wenn in der Lunge eher viele verschiedene als nur ein einziges Bakterium ist. Und ob anaerobe Bakterien, das sind solche, die eigentlich nur ohne Luftsauerstoff wachsen, ob die jetzt eigentlich schlecht oder gut sind vielleicht in der Lunge. Dann will ich am Ende reden über Keime in Darm und Lunge. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Darm und der Art und Weise, wie man sich ernährt und dem, was vielleicht sogar die Lunge beeinflusst? Und wenn ich Zeit habe, falls ich noch Zeit habe, will ich noch über das Mikrobiom der Nase sprechen. Gut, Sie alle wissen, und das ist hier sozusagen nochmal die Erinnerung, bakterielle Infektionen der Lunge sind letztlich, spielen die entscheidende Rolle für den Verlauf zum einen der Mukoviszidose, aber zum anderen auch ganz wesentlich für die Lebensqualität. Und die Frage ist jetzt, wie werden denn solche bakteriellen Infektionen tatsächlich untersucht? Das ist mein Job, das ist das, was wir bei uns im Labor täglich tun. Und jetzt will ich am Anfang die ersten Dias nutzen, um Ihnen da eine kurze Einführung zu geben. Und dazu gehe ich ganz weit zurück. Ich gehe zurück zu dem Begründer der Bakteriologie, das ist Robert Koch gewesen. Robert Koch, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, der eigentlich zum ersten Mal die Verbindung zwischen Bakterien und Erkrankung hergestellt hat. Den sehen Sie hier auf der linken Seite und rechts daneben sehen Sie im Prinzip seine wegweisende Beobachtung. Bestimmte Infektionskrankheiten werden durch Bakterien hervorgerufen und diese konnte er damals zunächst in einem Labor, was noch kein Labor war, sondern was neben der Küche seiner Frau war, auf Kartoffeln anzüchten. Heute macht man das nicht mehr auf Kartoffeln, heute macht man das auf solchen Nährböden, die Sie hier rechts sehen. Aber das Grundprinzip ist das gleiche geblieben. Wir versuchen nachzuweisen, dass bei einer bestimmten Infektionserkrankung Bakterien vorliegen und das tun wir, indem wir sie auf solchen Nährböden anzüchten. Das heißt, seit Robert Koch versucht der Mikrobiologe, und er ist auch immer erfolgreich, findet immer wieder neue Bakterien, die sich anzüchten lassen und die dann, hier zum Beispiel der Milzbranderreger, die Ursache sind für eine bestimmte Infektionskrankheit. Wir sind ganz wesentlich davon abhängig, Bakterien anzüchten zu können. Aber vielleicht auch schon hier erwähnt, relativ früh ist klar geworden, dass wir damit möglicherweise nicht immer alle Bakterien finden können. Es gibt nämlich in der Tat solche, die zwar ganz sicherlich eine Erkrankung machen, einer davon ist der Erreger der Syphilis, eine Geschlechtskrankheit, haben Sie sicher alle schon mal von gehört zumindest. Der Erreger heißt Treponema pallidum und ist nicht anzüchtbar auf solchen Nährböden. Das gehört zu den Erregern, die man nicht anzüchten kann. Trotzdem ist er ganz sicher der Erreger dieser Infektionskrankheit. Das heißt, mit dieser Fokussierung auf die kulturelle Anzucht sehen wir eigentlich nur einen Teil dessen, was tatsächlich vorhanden ist. Und wir machen das heute eigentlich immer noch so. Wir machen das jetzt nicht mehr ganz wie Robert Koch, sondern hier ist sozusagen etwas zu sehen, worauf wir in Heidelberg tatsächlich stolz sind, weil wir im Juli 2016 zum ersten Mal so eine Art Vollautomatisierung in der bakteriologischen Diagnostik eingeführt haben. Da gibt es so ein Sushi-Band, da laufen die entsprechenden Kulturplatten drauf rum. Hier kann man die sich abnehmen und kann sie dann weiter analysieren. Aber am Ende
sehen Sie da immer noch die großen Stapel von solchen Kulturplatten. Wir versuchen immer noch, Erreger kulturell anzuzüchten. Schauen Sie uns an, riechen vielleicht noch an ihnen, machen technische Untersuchungen, aber am Ende sagen wir, dieses Bakterium heißt jetzt zum Beispiel Pseudomonas aeruginosa. Das heißt, die kulturelle Anzucht ist immer noch ganz wesentlich. Und am Ende ist die Grundidee, die geht auf Robert Koch zurück, ist eigentlich die, dass wir nach ganz besonderen Bakterien suchen, von denen wir wissen, diese können Krankheiten hervorrufen. Staphylococcus aureus, ein klassischer Erreger von eitrigen Wundinfektionen zum Beispiel. Das heißt, der Mikrobiologe ist fokussiert, ein Bakterium zu identifizieren. Und dann gucken wir wie mit so einer Lupe und suchen die besonderen Bakterien. Und das Problem, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, manchmal ist das vielleicht der falsche Ansatz. Denn wenn es so aussieht, dann ist zwar diese gelbe Blume hier vielleicht wichtig, aber massenmäßig machen die anderen hier eine viel größere Menge aus. Das heißt, wir können im Moment eigentlich schlecht die Frage beantworten, wie gehen wir an mikrobielle Diagnostik dran, wenn nicht nur ein Bakterium der Erreger ist, sondern viele andere möglicherweise auch eine Rolle spielen. Ist das jetzt medizinisch relevant? Ist das für Sie relevant? Ist das überhaupt für Infektionen relevant? Vermutlich schon. Nach dem Mittagessen trotzdem darf ich Ihnen hier so ein Bild zeigen. Ich glaube, es ist das Einzige, was ich drin habe. Das Gleiche kommt nachher nochmal. Das ist so eine Platte, auf der sozusagen ein Sputum kultiviert wurde von einem Patienten mit zystischer Fibrose. Und Sie sehen sehr viele verschiedene Erreger. Schleimige, weiße, große, so strahlenförmig ausstrahlende, gelbe, winzige. Welches davon ist wichtig? Welches ist nicht wichtig? Sind alle zusammen wichtig? Ist nur ein einziges wichtig? Natürlich haben wir eine grundsätzliche Idee. Wir erkennen, dass das hier ein Pseudomonas ist. Ja? Aber die anderen könnten ja auch eine Rolle spielen. Was steht nachher auf dem Befund drauf? Da steht Pseudomonas und dann stehen zwei weitere Keime drauf und weitere zum Beispiel. Ist das richtig? Und dann kommen wir sozusagen zu dem Dilemma der heutigen Zeit, wenn wir es nicht mit Infektionen zu tun haben, bei denen nur ein Bakterium eine Rolle spielt. Robert Koch ging davon aus, dass eine spezifische Infektionskrankheit durch einen Erreger verursacht wird. Und das stimmt auch für viele Infektionen. Milzbrand hat er beschrieben, Bacillus anthracis. Tuberkulose, Mycobacterium tuberculose. Deshalb zielt seit 100 Jahren mikrobiologische Diagnostik darauf ab, dieses eine wichtige Bakterium zu identifizieren. Und das Problem ist aber tatsächlich, was, wenn vielleicht nur das Zusammenspiel verschiedener Erreger am Ende eine Krankheit hervorruft? Und wir kennen das bereits in der Medizin. Wir kennen das zum Beispiel von entzündlichen Darmerkrankungen. Der Darm ist voll von Bakterien und bei entzündlichen Darmerkrankungen, beim Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, spielen Bakterien eine Rolle, aber nicht ein einziges. Es gibt nicht den Crohn-Erreger, das wäre Quatsch. Es gibt verschiedene, die zusammenwirken und dann sozusagen wenn die falsch zusammengesetzt sind, wenn das Darmmikrobiom sozusagen falsch zusammengesetzt ist, dann kann es zu solchen entzündlichen Erkrankungen beitragen. Gleiches Beispiel, die Zahnfleischentzündung, die Parodontitis, die zum Verlust von Zähnen führen kann. Dabei spielen ganz viele Bakterien eine Rolle, die halt in dem entsprechenden am Zahnhalteapparat sitzen und die nur im Zusammenspiel letztlich dazu führen, dass der Knochen kaputt gemacht wird und der Zahn irgendwann ausfällt. Die Frage ist, wie untersuche ich das jetzt eigentlich, wenn nicht ein einziger Erreger wichtig ist? Und dann gibt es Ansätze, ich suche nach dem, der am häufigsten ist, würden wir Leitkeime zu sagen. Ich könnte zählen, wie viele verschiedene Erreger finde ich da. Richness auf Englisch, Vielfalt. Ich könnte gucken, wie verteilen die sich? Sind von allen Bakterien gleich viel da oder ist einer der dominante Keim und einer ist nur ganz selten da? Und um das zu untersuchen, mache ich eigentlich seit wenigen Jahren etwas, was die Ökologen, die in der Wildbahn Erreger untersuchen und mikrobielle Zusammenhänge zu untersuchen, schon lange machen. Ich nehme sozusagen Anleihen an den Werkzeugen, die der Ökologe erfunden hat, um das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Mikroorganismen zu studieren. Und damit bin ich jetzt endlich bei meinem Titel, beim Mikrobiom. Was ist jetzt das Mikrobiom? Das Mikrobiom bezeichnet letztlich die Gesamtheit aller ein Lebewesen besiedelnder Mikroorganismen. Und ich habe Ihnen hier ein paar Zahlen gezeigt oder zeige Ihnen hier ein paar Zahlen, die ich denke interessant sind, weil man sie häufig gar nicht weiß. Häufig geht man davon irgendwie aus, Bakterien und Körper, das ist immer schlechtes Zusammenspiel. Wenn man sich anschaut, wie viele Körperzellen wir haben, dann sind das vielleicht 10 bis 30 Billionen. Also die Zahl ist da mit den vielen Nullen aufgeführt. Wenn ich dann anschaue, wie viele Bakterien leben denn auch im gesunden Menschen üblicherweise auf der Haut, im Rachen, im Darm, dann komme ich auf 40 bis 100 Billionen.
Sie haben eigentlich 10-mal mehr Bakterienzellen als körpereigene Zellen. Eigentlich sind sie ein bewachsener Nährboden, ein mit Bakterien bewachsener Nährboden. Also 10-mal mehr Bakterien. Und das sehen Sie auch an den Genen. Ihr Erbgut kodiert für ungefähr 22.000 Gene, 22.000 Funktionen. Wenn man alle Bakterien nimmt, die insbesondere im Darm, aber auch dann im Rachen vorhanden sind und guckt, was haben die für Erbmaterial und für wie viele verschiedene Gene kodieren die, dann stellen Sie fest, das sind 8 Millionen. Und deshalb haben Bakterien auch ganz häufig nützliche Funktionen für den Körper, weil sie zum Beispiel bestimmte Vitamine im Darm bereitstellen, weil nur dort sozusagen die genetische Information zur Produktion dieser Stoffe vorhanden ist. Worauf ich also hinaus will, Bakterien gibt es auch auf dem gesunden Körper in einer großen Vielfalt. Nicht alle davon machen krank, der geringste Teil davon macht krank, der größte Teil davon ist zunächst erstmal als gesundes Mikrobiom bei jedem Menschen vorhanden. Und die Frage ist, wie wechselwirken jetzt dieses Mikrobiom mit entsprechenden Krankheitserregern? Und die Frage ist jetzt, wie will ich das eigentlich untersuchen? Ich habe Ihnen vorneweg schon gesagt, wir suchen immer nach kultivierbaren Bakterien. Wir wissen aber, es gibt viele, für die haben wir keinen geeigneten Nährboden. Die wachsen einfach nicht auf den Nährböden, die wir ihnen anbieten. Und deshalb die Frage, wie kann ich jetzt tatsächlich die Gesamtheit aller Erreger untersuchen? Und jetzt kommt der Wissenschaftler sozusagen hier vorne ein bisschen raus, dann geht man zurück und schaut sich, es gibt so eine Preiskrönung der Methode des Jahres. Welches war die in der Lebenswissenschaft wichtigste Methode, die erfunden worden ist, von der zu erwarten ist, dass in der Zukunft ganz wesentliche Informationserkenntnisse erlangt werden können. Und 2007 wurde gekrönt das sogenannte Next Generation Sequencing, nächste Generation von Sequenzierungen, also das Auslesen von Erbmaterial mittels moderner Next Generation Verfahren. Und die Idee dahinter für den Mikrobiologen ist jetzt, wir weisen gar nicht mehr das Wachstum eines Bakteriums nach. Das dauert übrigens auch immer ein paar Tage, deshalb ist der mikrobielle Befund vom Mikrobiologen immer erst nach 3-4 Tagen da, häufig viel zu spät. Sondern wir gucken zukünftig vielleicht nur noch auf das Vorhandensein von Erbmaterial von Bakterien, also auf Bakteriengene und Genome. Und wenn wir das machen, dann haben wir vielleicht auch eine Möglichkeit, völlig unabhängig davon, ob die Bakterien sich später anzüchten lassen oder nicht, nachzuweisen, was ist denn in einem bestimmten Habitat, in einer bestimmten Lokalisation, auf der Haut, im äußeren Gehörgang oder wo auch immer, was ist da üblicherweise an Bakterien vorhanden. Und das will ich versuchen, Ihnen ganz kurz auch zu erläutern, aber vielleicht noch vorneweg, um das ein bisschen einordnen zu können. Was heißt Next Generation Sequencing? Warum sind im Moment sozusagen Lebenswissenschaftler ganz wesentlich sozusagen davon angeregt, Next Generation Sequencing zu betreiben? Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, das sogenannte humane Genomprojekt, hat insgesamt 11 Jahre gedauert. Man hat 1990 angefangen und 2001 hatte man eine erste grobe Zusammenstellung der gesamten Erbinformation des Menschen. Das sind 3,3 Milliarden Basenpaare, also 3,3 Milliarden Buchstaben sind in unserer Erbinformation vorhanden. Das ist viel, aber auch noch nicht besonders viel. Das hat aber damals viel Geld gekostet, nämlich 3 Milliarden Dollar. 11 Jahre, 3 Milliarden Dollar, um ein menschliches Genom zu identifizieren. Und auf dem Bild hier ist sozusagen dieses Genom dargestellt in Büchern. Das sind mehrere hundert Bücher, in denen man sozusagen die Basenabfolge hier künstlerisch dargestellt hat. Und jetzt gucken wir uns an, was mit technischer Weiterentwicklung heute möglich ist im Bereich der Sequenzierleistung. Heute machen wir mit einem Gerät an einem Labor 45 humane Genome an einem Tag, also 200, 300 Milliarden Buchstaben an einem Tag für 1.000 Dollar pro Genom, also nicht mehr für 3 Milliarden Dollar pro Genom. Was ich damit andeuten möchte ist, es hat eine enorme technische Explosion bei der Entwicklung von Sequenzierleistungen gegeben. Das impliziert durchaus auch wichtige ethische Fragen, weil man heutzutage viel mehr sequenzieren kann als das, was man sich noch vor 15 Jahren überhaupt vorstellen konnte. Aber mit diesen Methoden habe ich jetzt die Möglichkeit, umfassend Erbinformationen zu isolieren, zu sequenzieren und dann bioinformatisch durch Datenbankabgleiche zu identifizieren. Und jetzt dürfen all die, glaube ich, wegschauen, die technisch nicht interessiert sind. Wie macht man das? Ich habe nur ein Bild dazu. Es gibt immer ja auch ein paar, die ganz technisch interessiert sind. Wie schaffe ich das heutzutage? Ich kann auf so einem kleinen Chip, der hat gerade mal so diese Größe, kann ich hier in so verschiedenen Linien
die DNA, die Erbinformation, erst in kleine Bruchstückchen machen und diese binde ich dann hier sozusagen an diese Oberfläche. Dann kann ich die trickreich so verstärken, dass hier pro Punkt sozusagen mehrere dieser Kopien vorhanden sind. Und dann gibt es ein besonderes Ausleseverfahren, wo ich jetzt hier von oben nach unten die einzelnen Basen einfach der Reihe nach ablesen kann. Durch Farben. Da steht, jede Farbe steht für eine der vier Buchstaben unseres genetischen Alphabets. Und das kann ich sozusagen auf engem Raum ganz dicht nebeneinander machen. Und dann kriege ich hier auf einem Quadratmillimeter ungefähr 100.000 solche Bruchstückchen ausgelesen. Wenn ich dann mehrere Quadratmillimeter nebeneinander habe, dann kriege ich am Ende hin, dass wir 400 Milliarden Buchstaben in einem Summenlauf heutzutage analysieren können. Das heißt, ich kann ganz viel genetische Information auf einmal produzieren und kann die zum Beispiel nutzen, um damit Bakterien zu identifizieren, die in einem bestimmten Habitat vorhanden sind. Ich nehme eine Probe aus dem Darm, ich isoliere jedwede genetische Information, jedwedes Erbmaterial und sequenziere das einfach wild drauf los. Und dann kriege ich am Ende 400 Gigabasen und der arme Postdoktorand hat das einzige Problem, die bioinformatisch zu verarbeiten. Das sind irre Datenmengen. In jedem meiner Forschungsanträge steht drin, dass ich Geld für neue Speicher brauche. Ja. Gut. Ich kann also heutzutage über die Bestimmung des Erbmaterials von Bakterien im Prinzip nachweisen, ohne dass ich sie kulturell auf irgendeinem Nährboden kompliziert anzüchten kann. Hilft uns das jetzt? Oder stehen wir damit im Wald und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ist das einfach ein Overflow an Informationen? Ist das zu viel und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir damit anfangen sollen? Um es gleich vorne wegzunehmen, momentan ist davon fast alles noch im Forschungsbereich. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir in wenigen Jahren diese Art der Identifikation, diese Art der Diagnose auch im Routinebereich anwenden werden, um Infektionserreger zu detektieren. Also, das ist alles ganz nett und interessant, was der Herr Dalbke hier vielleicht interessiert. Ich hoffe es zumindest, dass es interessant ist. Und die Frage ist jetzt, was macht man damit eigentlich? Hilft uns das jetzt schon was? Hilft das jetzt schon in der Routine was? Hilft das was bei der Beforschung von Infektionserkrankungen? Und das ist das, was ich Ihnen jetzt dann verbleibend zeigen möchte. Also, ich denke, dass dieses Next Generation Sequencing hilfreich sein wird, um ökologische und evolutionäre Interaktionen, also das Zusammenwirken von Erregern in einer solchen Gemeinschaft zu untersuchen. Und ich hatte Ihnen so ein Bild schon gezeigt, in dem Sie gesehen haben, dass sowohl in den oberen als auch in den unteren Atemwegen bei Atemwegsinfektionen von Patienten mit zystischer Fibrose viele verschiedene Erreger vorkommen, die alle miteinander wechselwirken. Und hier können wir möglicherweise mit der Sequenzierung bessere Untersuchungen leisten. Wir können beschreiben, welche Erreger kommen überhaupt alle vor. Man staunt, man findet Erreger, die hat man vorher noch nie kulturell angezüchtet. Wir können untersuchen, ob das Mikrobiom, was jeder Einzelne trägt, eigentlich stabil ist oder ob sich das ändert, zum Beispiel im Rahmen von Exazerbationen. Ändert sich da am Mikrobiom was? Wie beeinflussen Sie das, wenn Sie Antibiotika bekommen? Welche Zusammenhänge gibt es zwischen dem Mikrobiom im Darm, den Keimen, die sie im Darm haben, der Art und Weise, wie sie sich ernähren und den Keimen, die sie möglicherweise in der Lunge haben. Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Und gibt es eine Beeinflussung des Mikrobioms auf klinische Parameter? Gibt es eine Beeinflussung der verschiedenen Bakterien, die in der Lunge vorhanden sind, auf die Entwicklung zum Beispiel der Lungenfunktion? Und das sind Punkte, die ich kurz zumindest anreißen möchte und in denen ich Ihnen einen Einblick geben möchte in aktuelle Forschung, aber vielleicht auch das, was kurz davor ist, letztlich umgesetzt zu werden. Und die erste Frage, die ich Ihnen zeigen möchte, ist Beschreibung der Gesamtheit aller Erreger. Jetzt zeige ich Ihnen ein Bild, was eigentlich deprimierend ist für den Mikrobiologen. Wir haben hier mal untersucht Sputen von Patienten mit CF und haben die klassisch kulturell analysiert und bestimmt, wie viele Erreger finden wir. Und dann haben wir das Ganze mittels Next Generation Sequencing gemacht und haben gesagt, das, was wir mittels Sequenzierung finden, ist auch da. Und haben uns gefragt, wie viel Prozent dessen, was per Sequenzierung da ist, haben wir denn auch kulturell gefunden? Und wir haben gesagt, wenn wir 2/3 finden, dann ist das kulturell schon gar nicht schlecht. Das hier sind insgesamt 99 Proben und bei 42, also bei nicht mehr der Hälfte, haben wir zumindest 2/3 dessen, was da ist, gefunden. Umgekehrt, bei 50% aller Proben haben wir weniger als 2/3 dessen gefunden, was tatsächlich vorhanden ist. Und bei 24 Proben haben wir kulturell überhaupt nichts gefunden, obwohl Bakterien da waren. Also,
wir sind mit der momentanen Diagnostik eigentlich nicht wirklich effizient. Wir haben ein Problem, ein diagnostisches Problem, seltene Erreger, schwierig kultivierbare Erreger überhaupt nachzuweisen. Jetzt kann man sagen, die spielen vielleicht auch keine Rolle, dann wäre es unwichtig. Aber wir wissen es halt nicht. Wir gucken halt im Moment nur nach dem, was wir kennen und was wir anzüchten können. Und haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, nach allem zu gucken, was wirklich da ist und zu fragen, spielen die anderen Erreger auch eine Rolle? Ist das jetzt so, dass wir tatsächlich mit der Sequenzierung alles finden? Können wir nachher gerne im Detail darüber diskutieren. Auch da gibt es noch ein paar Hürden und ein paar Limitationen, aber im Wesentlichen sind wir saturierend, also sättigend. Hier ist die Anzahl von Sequenzen aufgetragen und die Anzahl der verschiedenen Spezies, die wir finden. Und Sie sehen, wenn man irgendwie so 10.000 Sequenzen hat, dann findet man auch nicht mehr Bakterien. Man kommt hier in so eine Sättigung rein. Das heißt, wir wissen, mit dem, was wir jetzt sequenzieren, selbst wenn wir das noch 10-mal mehr sequenzieren würden, würden wir nicht mehr Bakterien finden. Wir wissen jetzt alles, was da ist. Wir sind sättigend. Wir können zum ersten Mal das komplette Mikrobiom bei verschiedensten Erkrankungen beschreiben. Wir wissen auf einmal viel mehr als das, was wir vorher mit der Kultur wussten. Gut, und die erste Frage, die wir beantworten wollten, ist, wo kommen eigentlich jetzt die Bakterien her? Früher dachte man, die Lunge ist steril. Man weiß, dass das heute nicht der Fall ist. Selbst der Immungesunde hat in seiner Lunge eine bestimmte Beladung mit Bakterien, die aber dort weder zu einer Infektion noch zu einer Entzündung führen. Und die Frage ist jetzt, wo kommen eigentlich diese Bakterien her? Und ich hatte vorhin schon gesagt, wir benutzen jetzt Methoden und Ideen, Prinzipien, die die Ökologen verwendet haben. Und eins ist das sogenannte Festland-Insel-Modell. Die Ökologen haben sich gefragt, wenn man hier nackte Inseln hat vor einem Festland, wie werden die besiedelt? Das ist für Vögel mal gemacht worden. Und dann sieht man, von den Vögeln, die hier leben, kommen halt ein paar hier hinten hin, ein paar können nicht so weit fliegen, die kommen nur bis dahin. Aber jede Inselpopulation speist sich letztlich aus diesem Festland. Das reiche Festland ist die Quelle, aus der sozusagen hier Vögel auf die verschiedenen Inseln kommen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort erkenntlich, aber es hat was mit den oberen Atemwegen zu tun. Da haben wir nämlich auch ein Festland, das ist der Nasenrachenraum, der ist voll von Bakterien, das wissen wir bereits. Das wissen wir auch kulturell schon. Ja. Wenn Sie einen Rachenabstrich machen, sind da immer Bakterien drin. Das sind die natürlichen, kommensalen Bakterien, die da natürlicherweise und üblicherweise hingehören. Wenn man die da nicht hat, hat man sogar ein Problem. Das ist reich an Bakterien und in der Tat könnte man jetzt suggerieren, dass wie solche Inseln hier die Lunge am Ende solche Inseln darstellen, aus der sozusagen die Bakterien absteigend aus dem Rachenraum kommen. Aber kommen sie aus dem Rachen oder kommen sie aus der Nase? Und ist das relevant? Das gucken wir uns gleich an. Und die Vorhersage wäre also, solche Erreger, die häufig sind in der Quelle, im Rachen, sind dann auch häufig in der Lunge. Es sei denn, es gibt irgendwie besonderen negativen Selektionsdruck, der Erreger kann in der Lunge überhaupt nicht wachsen, oder es gibt eine positive Selektion, der Erreger findet in der Lunge ganz besonders gute Wachstumseigenschaften, dann kann er sozusagen die anderen, kann er auswachsen. Wie so ein Unkraut, ein japanisches Springkraut, was einmal sozusagen ausgesät, einfach alles andere überwuchert, weil es gut mit den Bedingungen umgehen kann. Und das haben wir gemacht und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Daten und die sehen häufig so aus. Jeder Punkt hier ist das Mikrobiom eines Patienten und das wird in so einer zwei- oder drei- oder mehrdimensionalen Grafik dargestellt und ganz einfach, je näher die beieinander sind, desto ähnlicher sind die Mikrobiome. Und wir haben hier von Patienten Nase, Rachen und Sputum untersucht. Was Sie ganz leicht sehen ist, die Rachen- und die Sputumpunkte, die liegen übereinander, während die Nasenpunkte anders sind. Daraus schließen wir, dass die Mikrobiome des Sputums, der unteren Atemwege, dem entsprechen, was im Rachen ist. Der Rachen ist letztlich die Quelle, aus der Bakterien absteigend in die Lunge hineingehen. Es sei denn, wir haben Selektionsprozesse. Das sind diese paar Patienten hier. Das sind Patienten tatsächlich mit einer chronischen Pseudomonas-Infektion. Bei denen ist das Mikrobiom dann anders. Da ist das Sputum-Mikrobiom nicht mehr dem Rachenmikrobiom entsprechend, weil in der Lunge jetzt diese Erreger anfangen, autochthon, also ohne Beeinflussung durch das andere Mikrobiom zu wachsen. Also eine erste Erkenntnis, die man mit Next Generation Sequencing erhoben hat. Die zweite wichtige Erkenntnis ist hier, ist die Frage, wenn wir jetzt also viele verschiedene Bakterien in der Lunge haben, wie spielen die miteinander, wie kommen die miteinander zurecht? Und was man beobachtet ist, dass bei Patienten mit einer chronischen Pseudomonas-Infektion
auch die anderen Bakterien, die in der Lunge noch zu finden sind, verändert sind. Das nennen wir Dysbiose. Das ist im Prinzip ein Missverhältnis im Vergleich zu einer normalen Zusammensetzung des Mikrobioms. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was ist eigentlich als erstes, was tritt zuerst auf? Ich habe Bakterien in der Lunge, verändern die sich zuerst in einer ungünstigen Art und Weise und bieten dann einem Pseudomonas bessere Möglichkeiten, jetzt eine Infektion zu machen und zu wachsen? Oder ist es umgekehrt? Der Pseudomonas kommt in ein völlig normales Mikrobiom und verändert das dann zu seinen Gunsten. Ich werde Ihnen gleich zeigen, warum das eine Rolle spielt. Also, das sind die beiden Modelle. Wir haben Erreger in der Lunge und am Ende haben wir eine Pseudomonas-Infektion, eine chronische. Kommt es dazu, weil sich zuerst das Mikrobiom verändert und dann der Pseudomonas bessere Wachstumseigenschaften hat? Oder kommt zuerst, das ist kaum zu sehen hier, der rote Punkt, der Pseudomonas, der dann das Mikrobiom verändert zu seinen Gunsten und sozusagen die anderen überwuchert. Das spielt eine Rolle, weil wenn das der Fall wäre, müsste man verhindern, dass sich das Mikrobiom verändert. Wenn das der Fall ist, wäre es wichtig, die erste, früheste Möglichkeit, den Pseudomonas zu detektieren, zu nutzen und ihn so schnell wie möglich versuchen, nochmal zu eradizieren. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze, die Sie therapeutisch begehen müssten. Und um das zu untersuchen, haben wir ebenfalls wieder aus einer Kohorte in Heidelberg Patienten untersucht, die negativ sind für Pseudomonas, also weder kulturell Nachweis noch Antikörpernachweis haben, solche, die chronisch infiziert sind und solche, die intermittierend oder erstmalig infiziert sind, also die immer mal wieder eine positive Kultur haben, aber dazwischen auch wieder negative Kulturen und bei denen die Antikörper nicht nachweisbar sind. Auch das hat therapeutische Konsequenzen. Wenn das erste Mal auftritt, können Sie durch eine aggressive Antibiotikatherapie eventuell auch noch eine komplette Eradikation erreichen, also eine Vernichtung des Erregers oder ein komplettes Zurückdrängen, während Sie hier dann eigentlich nur in der Lage sind, den Erreger in der Menge zu supprimieren. Wir haben uns jetzt diese drei Patientenpopulationen angenommen und machen wieder so eine Mikrobiomuntersuchung. Und ohne auf die Details einzugehen, ich glaube, es ist leicht erkenntlich, die roten Punkte differieren von den blauen und den grünen Punkten. Die liegen übereinander. Blau ist negativ und grün ist intermittierend. Das heißt, die Patienten, die keinen Pseudomonas haben oder die mal einen Pseudomonas haben, haben ansonsten immer noch das gleiche Mikrobiom. Die haben noch kein verändertes Mikrobiom. Erst die Patienten mit einer chronischen Infektion zeigen ein verändertes Mikrobiom. Und damit haben wir ausgeschlossen, dass zuerst sich das Mikrobiom ändert und dann der Pseudomonas kommt, sondern es ist umgekehrt. Erst kommt der Pseudomonas dazu bei noch normalem Mikrobiom. Sie sehen auch, dass wir vielleicht ein paar Patienten falsch klassifizieren. Da sind nämlich ein paar grüne Punkte, die eindeutig in der Gruppe sind, wo die chronischen Patienten sind. Das heißt, ein paar glauben wir fälschlich, dass sie eigentlich noch eine intermittierende Infektion haben, haben sie aber gar nicht mehr. Und umgekehrt gibt es auch ein paar, die wir als chronisch klassifizieren mit unseren momentanen Mitteln, die vielleicht noch eine Chance hätten, den Erreger auch zu eradizieren. Also wir gewinnen mit dem Mikrobiom mehr Informationen als durch die singuläre Detektion eines einzigen Keimes. Also ist Pathoadaption das korrekte Modell. Und das heißt, die Pseudomonas-Infektion kommt zuerst, der geht da rein, verändert anschließend das Mikrobiom, er passt sich an, er macht Mutationen, verändert die anderen Bakterien, verdrängt sie und führt dann zu einer Dysbiose. Und das wiederum heißt, es ist tatsächlich wichtig, den Pseudomonas früh zu detektieren. Es wäre ganz besonders wichtig, Intermittieren von chronisch zu unterscheiden. Und es könnte sein, dass die anderen Bakterien einen schützenden Effekt haben. Da komme ich gleich noch drauf. Und als eine Anwendung tatsächlich aus solchen Mikrobiomstudien haben andere Gruppen, unsere Gruppe auch, vorgeschlagen, dass man vielleicht die Pseudomonas-Diagnostik im mikrobiologischen Labor noch ein bisschen anpassen sollte. Der Kliniker fragt, ist das eine chronische Infektion oder eine intermittierende Infektion? Und häufig wird gefragt oder häufig wird suggeriert, die chronische Infektion geht einher, dass der Pseudomonas schleimig wächst, mukoider Phänotyp. Während die nicht schleimige Wachstumsform, die ist hier kaum zu sehen, die ist die frühe Form. Stimmt das? Das stimmt leider so nicht. Das sind die frühen Formen, intermittierend, und das sind die chronischen Patienten. Und Sie sehen, mukoide Formen gibt es auch zu 50% schon bei den intermittierenden Patienten. Das ist kein gutes Merkmal, um eigentlich diese beiden klinisch wichtigen Situationen voneinander zu unterscheiden. Aber basierend auf den Mikrobiomdaten stellt man fest, dass die Menge an Pseudomonas eine deutliche Differenz noch macht. Und deshalb könnte man, und das machen einige Gruppen auch schon, eine zusätzliche Diagnostik machen, dass man nicht nur guckt, ist der Pseudomonas da, sondern auch, wie viel Bakteriengenome haben wir. Und dann sehen wir bei den
intermittierenden Patienten ist die Beladung noch ganz niedrig und bei den chronischen ist sie deutlich höher. Wir können also eine quantitative PCR-Diagnostik einführen. Gut, also viele verschiedene Bakterien in der Lunge. Was machen die anderen Bakterien? Ist das gut für den Patienten, vielleicht sogar mehrere verschiedene Bakterien zu haben? Ist das schlecht? Ist Vielfalt besser? Dazu möchte ich Ihnen nur eine kurze Untersuchung zeigen. Man hat mal altersabhängig untersucht, zum einen, wie die Lungenfunktion ist. Und das wissen Sie, die Lungenfunktion fällt leider immer noch ab. Und gleichzeitig mit dem Abfall der Lungenfunktion hat man hier die Diversität oder die inverse Diversität, das ist im Prinzip die Dominanz von Bakterien, untersucht. Und Sie sehen, mit Abnahme der Lungenfunktion ist es so, dass ein Bakterium anfängt zu dominieren. Die Diversität, die nimmt ab. Es werden weniger vielfältige Bakterien, es ist mehr und mehr, dass nur wenige Bakterien dominieren. Und die Frage, die wir im Moment nicht beantworten können, ist das Henne-Ei-Problem. Weil Bakterien dominant werden, geht die Lungenfunktion runter, oder ist es umgekehrt? Weil die Lungenfunktion aus anderen Gründen runtergeht, werden auch die Bakterien sozusagen, können sich bestimmte Bakterien besser anpassen. Aber das sind aktuelle Untersuchungen, die gemacht werden und die der Frage nachgehen, ob möglicherweise ein vielfältigeres Mikrobiom eher sogar schützenden Charakter hat. Wie stelle ich Mikrobiome dar? Ich sequenziere und häufig normiere ich nachher auf 100%. Das ist alles das, was in einem Patienten drin ist. Und rot ist der Balken für Pseudomonas, dann das ist Prevotella, grün ist, weiß ich nicht, Vionella und so weiter. Und jeder Säule ist sozusagen ein Patient hier. Und Sie sehen, hier gibt es viele verschiedene Bakterien. Das sieht noch ein bisschen variabel aus. Und wenn man das an vielen Patienten macht, dann stellt man auf einmal folgendes Bild fest. Das ist ein viel bunteres Bild als das, was wir mit der kulturellen Diagnostik zusammenbekommen. Sie sehen, es gibt hier, das sind glaube ich 200 Patienten insgesamt, vielleicht 80, 90 Patienten, bei denen ist der rote Keim der führende. Das sind die Patienten, die leider eine chronische Pseudomonas-Infektion haben. Aber was sehen Sie noch? Sie sehen auch, dass es Gruppen gibt, solche, bei denen das wirklich der dominante Keim ist, und es gibt auch solche, bei denen zwar substanziell Pseudomonas vorhanden ist, aber auch noch viel anderes vorhanden ist. Macht das einen Unterschied? Das wissen wir im Moment nicht, weil wir die bisher alle in eine Gruppe getan haben. Dann gibt es Patienten mit anderen Keimen, bei denen andere Keime dominieren, Staphylococcus zum Beispiel. Und dann gibt es diese große Gruppe hier, die haben wir mal NVP getauft. Neisseria, Vionella, Prevotella. Das sind drei Keime, die Sie sich nicht merken müssen, die aber üblicherweise im Rachen vorkommen. Das ist die Normalflora des Rachens. Und das sind Patienten, die in der Lunge nur die Normalflora haben, die man auch im Rachen finden würde, keine anderen Keime. Und diese NVPs sozusagen könnten ja sozusagen ein Mikrobiom sein, welches noch normal ist und vielleicht sogar schützende Effekte hat. Worauf ich aber hinaus will, ist, Sie können mit diesen Mikrobiomuntersuchungen jetzt sozusagen eine Art Clustering, eine Gruppenbildung machen. Und Sie können das verwenden, um zu fragen, zum Beispiel auch, wir hatten das vorhin auch beim Vortrag, was sind Vorhersageparameter eigentlich für das Ansprechen von Medikamenten? Was sind Vorhersageparameter für das Ansprechen von bestimmten Antibiotika? Wir können jetzt eine viel bessere Gruppenbildung machen, um das näher zu analysieren. Und in der Tat sieht man, ich will nur auf das rechte Bild raus, dass wenn man solche Gruppenbildung macht, dann sieht man, dass eine gute Lungenfunktion, grün, positiv damit korreliert, dass man verschiedene Bakterien hat. Und negativ damit korreliert, wenn ein Bakterium dominant ist. Das muss nicht im Pseudomonas sein, können auch andere Bakterien sein. Wenn einer überwuchert, ist das schlecht für die Lungenfunktion. Wenn Sie viele verschiedene haben, ist die Lungenfunktion tendenziell besser. Und das assoziiert positiv mit dieser Gruppe, Neisserien, Prevotellen, Vionellen. Prevotellen und Vionellen sind anaerobe Bakterien. Die wachsen eigentlich nur unter Luftabschluss. Wieso wachsen die dann in der Lunge? Weil der Mucus so zähflüssig ist, dass am unteren Ende, also sozusagen basal im Mucus, tatsächlich kaum mehr Sauerstoff vorhanden ist. Und dort wachsen auch diese Anaerobia. Und damit kommen wir zu einer der im Moment am heißesten diskutierten Frage. Diese Anaerobia in der Lunge, sind das jetzt eigentlich vielleicht gute Keime, die noch indizieren, die Lunge funktioniert, also das Mikrobiom ist noch relativ normal? Oder sind das eigentlich auch Erreger, die mit zu der Infektion und zu der Inflammation beitragen und die man unbedingt therapieren müsste? Die Standard-Antibiotika-Regime würden Anaerobia üblicherweise nicht mit abdecken. Und in der Tat gehen klinische Studien der Frage nach, ob man Anaerobia therapieren soll. Und das Problem ist, wir können die Frage nicht beantworten, weil es gibt für beides Hinweise. Es gibt diese Studie, die zeigt, mit vermehrter Entzündung der Lunge, mit vermehrter Dauer der Infektion, geht die Lungenfunktion runter und hier der Kreis wird blau, man findet immer weniger Anaerobia und mehr typische CF-Keime.
Das könnte dafür argumentieren, dass Anaerobia eine schützende Funktion haben. Die andere Studie zeigt, brauchen Sie nicht im Detail zu verstehen, die Anaerobia haben drei Möglichkeiten, auch schlechte Eigenschaften zu haben. Sie können andere Erreger in ihrer krankmachenden Eigenschaft verstärken. Sie können Antibiotikaresistenzen übertragen. In der Tat haben einige Anaerobia Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika. Und sie können eine Entzündungsreaktion induzieren und dadurch zu der Entzündung mit beitragen. Es gibt für beides Hinweise. Wir wissen im Moment nicht, ob die Anaerobia gut oder schlecht sind. Es gibt für beides Studien, die das testen momentan. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, die man aber überhaupt erst mit der Mikrobiomanalyse angegangen ist, weil man dann erst über diese Anaerobia im Detail wirklich gestolpert ist. Gut, damit komme ich noch nicht ganz zum Ende, aber schon weit fortgeschritten, zu der Frage, Keime in Darm und Lunge, gibt es eine Verbindung? Wir haben den Darm, der ist voll von Bakterien. Wir haben die Lunge, da finden wir auch ein paar Bakterien, aber üblicherweise nur sehr wenige. Sind das zwei Kompartimente, die völlig unabhängig voneinander sind oder beeinflussen die sich wechselseitig? Und in der Tat hat man das noch vor 10 Jahren mehr, sage ich mal böse jetzt, als ein bisschen als Esoterik bezeichnet, wenn man sagt, über den Darm könnte man die Lungenerreger beeinflussen. Aber ganz so ist es vermutlich nicht. Es gibt die Möglichkeit der direkten Beeinflussung über Mikroaspirationen. Sie stoßen im Prinzip Keime auf und verschlucken die wieder in die Lunge. Das ist eine Möglichkeit, wie Keime aus dem Darm in die Lunge reinkommen können. Aber viel wichtiger ist der indirekte Effekt. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist eine Studie für Asthma. Da gibt es für CF noch nichts. Es gibt bei Asthma sehr gute Studien, die zeigen, dass bestimmte Ernährungsformen, die westliche Ernährung, dazu führt, dass Bakterien, die man Firmicutes oder SFB nennt, im Darm vermehrt vorkommen. Und die produzieren Entzündungsstoffe und mit diesen Entzündungsstoffen können lokal Immunzellen trainiert werden. Und diese Immunzellen wandern dann auch in die Lunge und führen dazu, dass in der Lunge allergiefördernde T-Zellen entstehen. Das Darmmikrobiom beeinflusst die Reaktivität des Immunsystems in der Lunge. Antibiotikatherapien reduzieren Bakterien, führen dazu, dass ebenfalls diese Entzündungsstoffe entstehen können. Umgekehrt, eine faserreiche Ernährung, bei Asthma jetzt wie gesagt, eine faserreiche Ernährung führt dazu, dass diese beiden Bakterien auswachsen und die produzieren Botenstoffe, Metabolite oder diese sogenannten Short-Chain Fatty Acids, das sind im Prinzip kurzkettige Fettsäuren. Diese haben Fernwirkungen und können dann zum Beispiel regulatorische T-Zellen induzieren und die sind gut, um ein Asthma zu unterdrücken. Ohne auf die Details einzugehen, was klar ist, ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Darmmikrobiom und Produkten, die das Darmmikrobiom macht, die Auswirkungen haben auf Immunzellen im gesamten anderen Körper, einschließlich der Lunge. Das ist hier in einer großen Studie gezeigt, die ist sehr komplex und damit ist dann aber auch, glaube ich, das letzte komplexe Daten, die er gezeigt. Man hat hier untersucht Patienten, sind gesunde gewesen, nicht Patienten, sind gesunde Menschen gewesen, das Lungenmikrobiom und das Darmmikrobiom. Das ist das Alter, je schwärzer, desto jünger, je heller, desto älter. Und dann hat man blaues Bakterien, die sind alle hier unten aufgeführt und je dunkler das ist, desto mehr Bakterien sind vorhanden. Jetzt gucken wir uns das im Detail an. Das erste ist, man findet hier Bakterien, die sowohl in der Lunge als auch im Darm sind. Das wären Bakterien, die offensichtlich an beiden Lokalisationen vorkommen. Das Interessante sind aber diese grün umrahmten Bakterien. Diese finden Sie zunächst im Darm und zwar bei den jungen Patienten, bei den jungen gesunden Menschen. Also bei ganz kleinen Kindern finden Sie im Darm bestimmte Bakterien. Und exakt die gleichen Bakterien finden Sie zu späterer Zeit, heller, dann in der Lunge. Und daraus wurde suggeriert, es könnte auch möglich sein, dass tatsächlich Bakterien, die erst im Darm auftauchen, später auch damit dazu beitragen, mit die Lunge zu besiedeln. Und es gibt ebenfalls wieder Untersuchungen, hat jetzt nichts mit zystischer Fibrose zu tun, sondern sind gesunde Menschen, bei denen man untersucht hat, wie wirken sich Ernährungsformen auf das Mikrobiom aus. Hier ist Flaschennahrung und Stillen angezeigt und das ist die Veränderung der Diversität. Und Sie sehen, wenn Sie gestillt haben, dann ist das Darmmikrobiom wird vielfältiger. Mit einer Flaschennahrung bleibt das ein bisschen monotoner. In der Lunge ändert sich es auch, das verstehen wir noch nicht ganz, aber es zeigt Ihnen, dass Ernährungsformen tatsächlich Einfluss haben, nicht nur auf das Darmmikrobiom, sondern auch auf das Lungenmikrobiom.
Und das wäre dann sozusagen der Ausblick, dass eventuell, nur dazu verstehen, was im Moment noch nicht im Detail, auch natürlich Fragen der Ernährung, nicht nur die Ernährung selbst und das Gewichtszuwachs und das Darmmikrobiom beeinflussen, sondern möglicherweise auch günstige Einflüsse haben können auf die Lunge. Und das wäre die Idee, ob man zum Beispiel mit Probiotika, also mit Bakterien, die harmlos sind, vielleicht auch gute Funktionen von Bakterien nachstellen kann. Aber das ist im Moment reine Zukunftsmusik. Gut. Wann müsste man das machen? Man muss es wahrscheinlich sehr früh machen. Es gibt gute Untersuchungen, dass insbesondere ganz kleine Kinder, Säuglinge, ein besonderes Fenster der Empfänglichkeit haben. In diesem Bereich, den ersten 6 bis 12 Monaten, da kann man wahrscheinlich Mikrobiome noch beeinflussen. Danach sind die dann häufig relativ stabil. Damit bin ich am Ende dessen, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich habe Ihnen ein bisschen erzählt über das Mikrobiom der Lunge. Und habe Ihnen am Anfang gezeigt, dass die wesentliche Quelle für das Lungenmikrobiom letztlich der Rachen, der orale, also der Nasopharynx ist, aber insbesondere der Rachen. Von dort gehen Bakterien in die Lunge rein und zunächst werden die regelmäßig noch eliminiert. Hier haben wir kein lokales Wachstum und deshalb ist das Mikrobiom der Lunge das, was Sie auch im Rachen finden. Die Nase trägt relativ wenig dazu bei. Das Ganze kann beeinflusst werden durch das Darmmikrobiom, wir wissen aber noch nicht wie. Und erst in späteren Stadien kommt es dann häufig dazu, dass sich ein Keim hier, zum Beispiel ein Pseudomonas oder aber auch eine Burkholderie oder auch andere Keime, anwachsen können, die anderen verdrängen, zu einer Dysbiose führen und jetzt sozusagen lokal anfangen zu wachsen, sodass der Einfluss der beiden Mikrobiome aus dem oberen Nasenrachenraum abnimmt und wir jetzt ein autochthones Wachstum vor Ort haben. Und ob das positiv oder negativ durch Anaerobia beeinflusst wird, ist im Moment eine aktuelle Frage. Damit bin ich am Schluss, hoffe, dass keiner eingeschlafen ist. Habe Ihnen versucht zu zeigen, dass wir damit vielleicht eine bessere Diagnostik machen können. Wir können vielleicht zukünftig das Mikrobiom modulieren. Wir können vielleicht eine gezieltere Antibiose machen. Das wären therapeutische Ausblicke. Und ich möchte mich abschließend bedanken bei meinen Mitarbeitern, bei Mitarbeitern aus der Thoraxklinik und der Pädiatrie. Möchte noch darauf hinweisen, dass die Studien unterstützt worden sind, auch von Firmen, von Gilead und ich unter anderem auch Honorare von der Firma Becton Dickinson für diagnostische Belange bekommen habe, um das hier auch noch angezeigt zu haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, A, für die Aufmerksamkeit hier, aber B, auch immer wieder für die Bereitschaft, an Studien mitzuwirken, um hier dieses spannende Forschungsfeld der Mikrobiomanalyse auch mit zu unterstützen. Herzlichen Dank. Und dann würde ich mich jetzt freuen, wenn Sie die ein oder andere Frage vielleicht haben, die dann auch zu tätigen, trauen Sie sich. Wir haben heute Morgen über Kommunikation gesprochen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Sie sich trauen, das zu fragen, was Sie interessiert und ich so gut wie möglich antworte. Christian Weigand, hallo. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Ich fand ihn sehr interessant, sehr toll. Sie haben eingangs gesagt, dass, was Sie erzählen, ist im Moment alles noch Stand der Forschung. NGS gibt es jetzt schon länger, 2007 haben Sie gesagt. Warum wird das in der Analyse jetzt noch nicht eingesetzt? Ist das eine Kostenfrage oder woran hapert es da noch? Im Moment ist das im Wesentlichen tatsächlich noch eine Kostenfrage. Ich habe Ihnen zwar die dramatische Reduktion der Kosten gezeigt, aber auch $1,000 pro Probe ist immer noch ein Wort. Ja. Was wir im Moment tatsächlich schon im größeren Stil machen, sind Mikrobiome zu analysieren, aber meistens nur retrospektiv. Das heißt, im Moment muss man für Kostengründe Proben sammeln, um sie dann zusammen zu analysieren, um es kostengünstiger zu machen. Aber ich bin der festen Überzeugung, und wenn man sich sozusagen die technischen Entwicklungen der letzten 10 Jahre im Bereich NGS anschaut, dann werden die Sequenzierkosten weiter runtergehen. Und es gibt jetzt zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert 4 große Sequenziercenter, die Nationen, die über das gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt, solche Sachen unterstützen werden. Das wird weiter billiger werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in 5 Jahren tatsächlich nicht als Routine, aber definitiv für bestimmte Patienten diese Art der Diagnostik anbieten werden, weil wir ansonsten zu viel übersehen. Aber momentan ist es eine Kostenfrage. Wäre auch nichts, was im Moment in irgendeiner Art und Weise von Krankenkassen vergütet wird, sondern sind tatsächlich alles Applikationen, die aus dem Forschungsbereich kommen. Mich würde interessieren, gibt es da mit der genetischen Sequenzierung auch die Möglichkeit, die Resistenzen der Bakterien festzustellen?
Ja, die gäbe es. Ich habe Ihnen jetzt, bin ich auf die Details der Untersuchung eingegangen. Das meiste, was wir gezeigt haben, sind, es gibt verschiedene Arten der Sequenzierung nochmal. Wir machen Mikrobiomanalysen. Da kann man tatsächlich nur identifizieren, was sind für Bakterien vorhanden, weil man von jedem Bakterium sozusagen ein Namensgen identifiziert. Man kann aber auch sogenannte Metagenomanalysen machen. Da wird jedwede DNA des Bakteriums mit sequenziert. Dann wird es nochmal teurer, weil man dann sozusagen die 400 Gigabasen für weniger Bakterien nutzen muss. Aber dann kann man tatsächlich sehr gut inzwischen auch vorhersagen, welche Resistenzen in den Bakterien vorhanden sind. Das klappt nicht für alle Resistenzen. Es gibt komplexe Resistenzen, die jetzt nicht ausschließlich genetisch kodiert sind. Aber im Vergleich zu noch vor 5 Jahren, wo ich sehr skeptisch gewesen wäre, haben wir das jetzt selber mal getestet in einzelnen Studien. Es gibt inzwischen sehr gute Datenbanken, weil einfach diese Art der Analyse wird weltweit gemacht. Und es gibt riesige Datenbanken, in denen dann sozusagen Resistenzmechanismen gesammelt sind. Und Sie können die genetische Information damit abgleichen und kriegen dann praktisch eine Vorhersage. In diesem Metagenom ist eine Resistenz gegen Azithromycin, gegen Carbapenem oder was auch immer vorhanden. Das funktioniert mit Einschränkungen, noch nicht perfekt, aber ich bin inzwischen auch da überzeugt, dass das besser wird. Und man muss umgekehrt auch sehen, der Mikrobiologe, wir halten immer noch die phänotypische Testung hoch. Wir sagen, wir müssen den kulturell anzüchten, den Keim, um im Labor zu testen, welche Antibiotika funktionieren. Und dann machen wir eine Vorhersage, was im Patient, der ja nicht so eine Petrischale ist, sondern viel komplexer, was dann für ein Antibiotikum wirken könnte. Das hat ja auch nur eine gewisse Berechtigung. Wir wissen für manche Antibiotika zum Beispiel, die sind im Labor immer sensibel und funktionieren im Patienten nie. Ja, dann machen wir eine Vorhersage, dass wir es halt resistent setzen. Aber worauf ich hinaus will, auch das ist eine Vorhersage, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Der Befund ist nicht hundertprozentig. Und ich denke tatsächlich, dass wir Resistenzbestimmungen zukünftig vermehrt machen werden. Momentan scheitert das noch daran, dass es pro Probe selbst zu teuer wäre. Weiß man, ob es Antibiotika gibt, die die Mikrobiome des Körpers besonders aggressiv angreifen oder umgekehrt, gibt es Empfehlungen, welche Antibiotika die Mikrobiome eher schützen? Das ist ganz interessant. Also man hat das für den Darm, hat man das schon mehrfach untersucht. Da ist es so, dass die meisten Antibiotika zwar tatsächlich zu einer kurzfristigen Reduktion erstmal der Gesamtbakterienzahl führen, dass aber danach sich meistens das gleiche Mikrobiom wie vorher wieder einstellt. Das nennt man Resilienz oder sozusagen, das ist eine Schwingungsfähigkeit, dass das doch wieder aufs Gleiche zurückkommt. Für die Lunge ist das bisher praktisch nicht wirklich untersucht im größeren Stil. Wir wissen aus eigenen Untersuchungen, dass zum Beispiel selbst eine intravenöse Antibiotikagabe mit breitwirksamen Antibiotika zu einer relativ geringen Veränderung, die führt kurzfristig zu einer Reduktion der Gesamtbakterienzahl. Aber das Mikrobiom selber wird relativ gering verändert und nach Abschluss der Therapie, 2 Wochen danach, ist es häufig wieder genauso wie vorher. Und die gerade im Darm jetzt, für die Lunge ist das noch nicht so diskutiert, die wichtige Frage wäre, kriege ich es hin, zum Beispiel auch bei einem Erwachsenen, das Mikrobiom vielleicht dauerhaft zu verändern? Also beim Darm werden auch solche Ökotypen definiert. Und da weiß man, manche sind mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen assoziiert. Da wäre es natürlich günstig, ich könnte das dauerhaft ändern. Aber das scheint sehr schwierig zu sein, weil es irgendwie wahrscheinlich in dem Wechselspiel zwischen dem Wirt selber, ihrem Immunsystem und dem Mikrobiom, was sie da normalerweise haben, gibt es offensichtlich eine gewisse Tendenz, selbst nach einer aggressiven Antibiotikatherapie danach wieder dahingehend zurückzukehren, wo sie vorher waren. Aber das ist eine ganz interessante Frage momentan. Aber für einzelne Antibiotikaklassen gibt es da im Moment keine Unterschiede. Also Unterschiede gibt es, aber die sind nicht auf Mikrobiomebene untersucht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Es ist jetzt sichergestellt, dass zuerst der Pseudomonas praktisch in der Lunge ist und sich dann sein Umfeld so zurechtlegt, dass sich der ausbreiten kann und nicht zuerst das Umfeld so gemacht wird, dass dann der Pseudomonas kommt. Genau, dafür würden unsere Daten sprechen. Es gibt auch eine weitere Studie, die das ebenfalls so zeigen würde. Aber wie das immer, wenn man Wissenschaftler ist, ist man vorsichtig. Am Ende ist nichts mit 100% erwiesen. Die Daten, die wir haben, würden genau dafür sprechen. So wie Sie es gesagt haben. Erst hat es ja immer geheißen, es muss zuerst der Staphylococcus da sein und der, wenn ziemlich lang da ist, dann hat der sich das Umfeld so geschaffen, dass dann der Pseudomonas praktisch sich einnisten kann. Aber letztendlich habe ich das jetzt schon richtig verstanden, dass es andersrum ist.
Ja, unsere Daten würden das im Moment so darlegen. Wir können allerdings nicht ausschließen momentan, dass es vielleicht marginale Veränderungen im Mikrobiom gibt, die man mit dieser Technik jetzt einfach mit der Auflösung noch nicht gesehen hat. Also wenn Sie hier einen Keim haben, der vielleicht, sage ich mal, nur mit 0,5% vorkommt. Also mal eine theoretische Annahme, die klinischen Daten mit dem Staph aureus sind nämlich nicht schlecht. Ja. Es könnte ja sein, dass der Staph aureus, selbst wenn er wieder weg ist, irgendwelche Spuren hinterlassen hat, dass das Immunsystem ein bisschen verändert worden ist und wächst irgendein anderer Keim mit 0,5% raus. Den sehen wir möglicherweise nicht. Und wenn der einen Einfluss hat, dann könnte es immer noch so sein. Aber unsere Daten, diese Punkte haben klar gezeigt, die Patienten, die erstmalig den Pseudomonas haben, deren Mikrobiom sieht eigentlich noch so aus wie das von solchen Patienten, die gar keinen Pseudomonas haben. Das würde für diese These sprechen, so wie ich sie vorgestellt habe. Meine Frage war jetzt auch schon fast beantwortet, nur noch nicht ganz. Ich habe mir nur bei dieser Folie gedacht, bei den Pseudomonas, dass solange die Diversität in der Lunge noch sehr hoch ist, bleibt der Pseudomonas eben noch intermittierend und ist noch nicht chronisch. Die Interpretation ist irgendwie widerlegt, oder? Nein, das würde schon so stimmen. Solange, also die Frage ist da wieder Henne-Ei sozusagen. Aber in der Tat ist es bei, wenn das Mikrobiom noch relativ vielfältig ist, dann hat der Pseudomonas tatsächlich ein Problem, initial natürlich auch anzugehen. Aber in einigen Patienten schafft er das. Und was wir natürlich jetzt untersuchen, es werden ja nicht, es gibt Patienten, die bleiben über mehrere Jahre sozusagen vielleicht immer mal wieder mit dem Pseudomonas-Nachweis, ohne dass sie chronisch werden. Und es gibt andere, da wird es sehr schnell chronisch. Worin unterscheiden die sich? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, der man jetzt nachgehen kann. Aber Sie haben natürlich recht, auch in dem Intermittierenden, wo der Pseudomonas das erste Mal kommt, da hat er noch Schwierigkeiten, aber unter bestimmten Bedingungen kann er dann das Mikrobiom tatsächlich verändern. Das können auch stammspezifische Unterschiede sein. Und möglicherweise kann man versuchen, die Diversität in der Lunge dann zu erhalten, damit er eben nicht chronisch. Das wäre eine Spekulation, die man machen könnte. In der Tat gibt es inzwischen Tierversuche, die versuchen, so eine Art Sputumtransplantation zu machen. Also es gibt einen Darminfektionserreger, der heißt Clostridium difficile und der macht im Krankenhaus schwerwiegende Durchfallerkrankungen, insbesondere nach breiter Antibiose, weil der Darm kurz geleert wurde und dann kann der auswachsen. Und diese Patienten werden therapiert und es gibt ganz wenige, die trotz Therapie immer wieder dann so eine Durchfallerkrankung bekommen. Und es gibt eine akzeptierte Therapie, dass man bei diesen wenigen Patienten im Darm Stuhl transplantiert und damit praktisch Bakterien von einem Gesunden auf einen Kranken überträgt. Und die gleiche Überlegung könnte man auch für die Lunge oder den Rachen anstellen, sozusagen Bakterien zu transplantieren im weiteren Sinne. Aber hier bewegen wir uns völlig im experimentellen Raum. Kein Saft? Da ist jetzt im Moment noch kein. Ich kann auch laut reden. Ich kann im Moment. Ja, das hat sich ja schon. Das funktioniert. Ich habe nur gedacht, wir nutzen die Zeit. Wenn sich sonst niemand meldet, stelle ich noch eine Frage. Viele Patienten kämpfen mit Antibiotikaresistenzen. Und da ist natürlich naheliegend, in der Bakteriophagentherapie irgendwie Hoffnung zu sehen. Also kleine Viren, die Bakterien abtöten können. Sehen Sie da als Mikrobiologe Chancen? Es gibt ein erstes Studienprojekt, habe ich gelesen, wo es tatsächlich darum geht, inhalierbare Bakteriophagen zu entwickeln. Wie ist da aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge? Was kann man als Hoffnung haben? Ja, zu der Frage kann ich nur bedingt Stellung nehmen, weil ich selber mich mit Phagen nicht wirklich im Detail beschäftigt habe. Phagentherapie war über viele Jahre zum Beispiel im Ostblock, insbesondere in Jugoslawien, ist Phagentherapie weitergeführt worden. Das ist bei uns häufig nicht weitergemacht worden, weil man dann halt eine sehr eng wirksame Therapie hat, die nur ein einziges Bakterium im Optimalfall trifft. Ja, ich würde sagen, ich würde gerade für polymikrobielle Infektionen und dem, was ich Ihnen gezeigt habe, das eigentlich als sinnvoll erachten, weil wir mit einem breitwirksamen Antibiotikum oder mit jedem Antibiotikum ja nicht spezifisch ein Bakterium treffen, sondern immer auf das gesamte Mikrobiom draufhauen. Je breiter, desto mehr der Holzhammer.
Es wäre sicherlich sozusagen hieraus abzuleiten, dass man eine gezieltere Therapie bräuchte. Es gibt ja zum Beispiel einige wenige neu entwickelte Antibiotika, die gezielt Pseudomonas zum Beispiel angehen. Und da würden Phagen sicherlich auch ihren Wert haben können. Jetzt bin ich kein Experte, der Ihnen sagen kann, ob das tatsächlich realistisch ist, das breit aufzustellen. Aber ich würde denken, dass es aus dem Sinne der mikrobiellen Ökologie absoluten Sinn machen würde, eigentlich viel gezielter in diesem Mikrobiom die Erreger zu therapieren, von denen man weiß, die können auch wirklich krankmachende Eigenschaften haben und vielleicht die zu schonen, von denen wir eher glauben, das ist die Normalflora. Das würde absoluten Sinn machen.